Jussi Adler Olsen, Erbarmen. Karl Mörk, Sonderdezernat Q, Fall 1. Glatten Wänden, die Fingerspitzen blutig. Ich hämmer mit den Fäusten an die dicken Scheiben, bis ich meine Hände nicht mehr spüre. Immer wieder taste ich mich in vollständiger Dunkelheit bis an die Stahltür heran und bohre meine Nägel in den Spalt. Aber die Tür lässt sich keinen Millimeter bewegen und die Kante ist scharf. Als mir die Fingernägel abbrechen, falle ich keuchend auf den eiskalten Boden. Mein Herz klopft zum Zerspringen. Mit aufgerissenen Augen starre ich in die undurchdringliche Finsternis. Als ich den Kopf in den Nacken lege, spüre ich wieder die Ahnung frischer Luft, die von der Decke herunterströmt. Wenn ich Anlauf nehme, könnte ich womöglich dort hinaufspringen und mich an irgendetwas festklammern. Vielleicht würde ja doch etwas passieren. Ja, vielleicht wären die Teufel dort draußen gezwungen, zu mir hereinzukommen. Und wenn ich schnell genug bin und mit ausgestreckten Fingern auf deren Augen ziele, würde es mir vielleicht gelingen, sie außer Gefecht zu setzen. Und dann könnte ich vielleicht entkommen. Ich sauge an meinen blutenden Fingern. Dann stütze ich mich mit den Händen vom Fußboden ab und zwinge mich aufzustehen. Blind starre ich an die Decke. Wer weiß, wie hoch die Decke ist? Wer weiß, ob es überhaupt etwas gibt, woran man sich festhalten kann? Aber ich muss es versuchen. Ich muss einfach. Ich ziehe meine Jacke aus, falte sie sorgfältig zusammen und lege sie in eine Ecke. Dann setze ich mit ausgestreckten Armen zum Sprung an und stoße ins Leere. Ein paar Mal wiederhole ich das, lehne mich schließlich an die Wand und ruhe mich kurz aus. Dann nehme ich erneut Anlauf und springe mit aller Kraft hoch ins Dunkel. Die Arme rudern nach irgendwas Greifbarem. Doch wieder falle ich zurück auf den Boden. Ich rutsche aus und als ich mit der Schulter auf den Boden aufschlage, versuche ich ein Stöhnen zu unterdrücken. Aber als mein Kopf gegen die Wand knallt,